Moin Wikinger, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute jagen wir wieder einen Eiferer, und zwar den Ambus, ein weiteres Ordensmitglied. Um überhaupt auf die Jagd nach Eiferern zu gehen, benötigt ihr das Haus der Verborgenen. Dieses könnt ihr in eurer Siedlung bauen. Nach erfolgreichem Aufbau des Hauses der Verborgenen erhaltet ihr Zugriff auf das Menü der Ordensmitglieder. Wie immer im Leben ist es so, um einen Eiferer zu töten, müssen wir einen anderen Eiferer töten. Der Köcher befindet sich am Flussufer nahe Oudbech in Grandabrückshire. Dort wird sie gut bewacht von einigen Soldaten. Nachdem ihr diese ins Jenseits gefördert habt, kümmert euch einfach um den Köcher. In den Taschen von den Köcher findet sich ein Hinweis. Dieser Hinweis wird euch mitten in die Abtei des heiligen Alban schicken, an der östlichen Grenze von Oxenfordshire. Seid ihr dort angekommen, liegt der Hinweis mitten auf dem Schmiedetisch. Paladin Patrick, auch genannt der Ambos, sei der Schmiede in der Stadt Oxenford, an der Westgrenze von Oxenfordshire. Ich habe ein Boot gebaut, um meine Familie in Sicherheit zu bringen. Und was ist mit den Waisen, die du zurückgelassen hast? Bekommen die ein Boot? Diese Bande von Bastarden? Sie sind die letzten, die noch über Englerland herrschten. Wir stammten aus dem Königreich Witcher. Jetzt werden wir von missionierten Versagern regiert. Um mich weiterhin zu motivieren, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Um kein Video mehr zu verpassen, drückt doch bitte den Abonnieren-Button. Richtige Pupsis aktivieren auch die Glocke. Vielen Dank euch fürs Zuschauen.